Herzlich willkommen hier aus Unterföhring, der Heimat von meinbowlingshop.de, zu einer neuen Ausgabe unserer Ball Reviews. Heute habe ich für euch den neuen Idle Synergy im Test und im Review. Aber dazu komme ich gleich. Zuerst natürlich wie immer vorneweg, wenn euch unsere Videos gefallen, unsere Streams, unsere Reviews, unsere News, unsere Tech Talks, lasst gerne ein Abo da und drückt die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Dann werdet ihr nämlich informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Wenn euch dieses Review hier gefällt, lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, weil das unterstützt uns im Ranking auch bei YouTube. So, jetzt komme ich zu dem Idle Synergy. Der Idle Synergy ist aus der HP3-Serie, aus der Idle-Reihe, wie der Name unschwer zu erkennen gibt. Er vereint praktisch den ersten Idle Magenta und den Idle Pearl, sowohl in den Eigenschaften als auch in der Farbkombi, denn er hat das Magenta von dem ersten und das Blau von dem zweiten. Also, sehr gut optisch, muss ich tatsächlich sagen. Optisch ein Highlight, meiner Meinung nach. Hat den Icon-Kern, ist ein symmetrischer Kern, hat als RG-Wert 2,49 bei 15 Pfund und ein Differential von 0,052. Als Schale wurde verwendet die E-Trax Hybrid-Oberfläche und das Box-Finish ist 1500 Grit polished, also mit einer Politur. Grundsätzlich vom Hersteller angegeben ist er als Ball für Medium-Bahnkondition. Und ja, jetzt komme ich mal zu meiner Meinung zu dem Ball. Für mich ist der Idle Synergy tatsächlich ähnlich dem Idle Pearl mit deutlich früherer Reaktion. Das heißt, eigentlich vereint er tatsächlich die beiden Stärken der zwei Idles. Also sowohl, ich liebe ja meinen Idle. Der Idle Magenta ist einer meiner besten Bälle, die ich die letzten Jahre hatte. Sehr flexibel einsetzbar, lange, kurze Muster. Und der Idle Pearl war eigentlich immer dann, wenn der normale nicht ging, ging der. Und mit dem Idle Synergy habe ich tatsächlich jetzt die Möglichkeit, den Laufweg vom normalen zu gehen, ohne dass er an Energie im Backend verliert. Also das war die einzige Schwäche, die der Idle Solid tatsächlich hatte, dass er ab und zu mal ein bisschen dieses etwas gefehlt hat im Backend. Was ihn aber gleichzeitig zu einer Stärke gemacht hat auf anderen Ölkonditionen. Also Idle Synergy sehe ich sehr, sehr positiv aus Sportkonditionen für nahezu jeden Spielertypen. Also von langsamen bis schnellen Spielern sehe ich den sehr, sehr gut einsetzbar mit einem starken Backend, aber einem relativ soliden, frühen Rollverhalten. Ich persönlich würde bei 80% wahrscheinlich die Politur wegnehmen, 80% der Spielern. Das heißt, den Ball ein bisschen anschleifen, damit er noch mehr den Roll kriegt von dem ersten Idle, aber trotzdem poppig bleibt im Backend, spritzig im Backend wie der Idle Pearl. Patternlänge würde ich sagen bis 41 Fuß, sehr, sehr gut. Alles drüber wird er zu schwach sein. Da gibt es andere Bälle, sowas wie Rubicon oder auch UFO, die da deutlich besser geeignet sind als jetzt der Idle Synergy. Aber auf allen Pattern zwischen 37 bis 41 Fuß sage ich, dass der Idle Synergy der zweite Ball aus der Tasche ist, also nicht ganz frische Bahnen, sondern ein bisschen angespielte Bahnen, zweites, drittes, viertes Spiel, da wird der seine Stärken haben. Ich persönlich sehe den Idle Synergy tatsächlich als Konkurrenten für den High Road im Hybridbereich als symmetrischen Ball und würde ihn auch mit dem High Road vergleichen, nur dass der Idle Synergy nicht so lang gerade geht wie der High Road. Also ich würde sagen, der rollt ungefähr einen Meter früher an, hat aber ein ähnliches Backend. Also, meiner Meinung nach wieder, und das zum wiederholten Male dieses Jahr und auch letztes Jahr, wieder ein sehr, sehr guter Ball aus dem Hause Rotogrip, kann ich nur empfehlen. Schaut vorbei, www.meinbowlingshop.de, und ich hoffe, euch gefallen jetzt meine Würfe und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao! I'm here, breaking my neck, looking over my shoulder. Stepped into your skin, got me tripping over myself. Figured I would say something, passing the time. If you come on over here, we can.